Sassnitzer Erklärung für den Erhalt des Heimattiergartens Sassnitz. In einer Unterschriftenaktion hat die Wählerinitiative für Sassnitz für den Erhalt des Heimattiergartens Sassnitz 1981 Unterstützungsunterschriften sammeln können. Dieses Votum der Einwohner von Sassnitz und Rügen für den Erhalt soll unser Auftrag sein. Die Unterzeichner fordern den Erhalt des Heimattiergartens Sassnitz. Die Unterzeichner unterstützen eine sinnvolle Investition in den Heimattiergarten. Die Unterzeichner wünschen sich eine Ausrichtung zur reformpädagogischen Nutzung. Da bis zum heutigen Zeitpunkt weder die gesamten Planungsunterlagen noch das sogenannte Betreiberkonzept nicht öffentlich zugänglich waren, bedarf es einer Definition zum Begriff sinnvolle Investition. Drei Punkte erfüllen aus der Sicht der Wählerinitiative gegenwärtig diesen Anspruch, welche für eine Zukunftsperspektive zwingend notwendig sind. Erstens, eine Umgestaltung im Sinne der EU-Zoo-Richtlinie, um auch künftig eine Betriebserlaubnis für den Sassnitzer Heimattiergarten sicherzustellen. Zweitens, eine behindertengerechte Weggestaltung, um jedem Sassnitzer und allen Gästen unserer Stadt einen Zugang zum Heimattiergarten zu ermöglichen. Drittens, der Bau eines Sozialgebäudes für Mitarbeiter, um auch künftig die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ihre vordergründige Umsetzung bedeutet keine Infragestellung der bisherigen Planung, sondern ist der erste Versuch, einen Lösungsansatz zu finden, der breite Zustimmung finden kann. Darüber hinausgehende Ziele einer Steigerung der Attraktivität begrüßen wir. Allerdings ist derzeit leider keine Beurteilung möglich, da Umfang, Aufwand und Kosten keinem Sassnitzer Bürger bekannt gemacht wurden. Deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen, um dafür zu werben, die Bürger besser zu informieren. Nur so kann eine stärkere Einbeziehung gewährleistet werden und eine Meinungsbildung erfolgen. Andernfalls würden Entscheidungen am Interesse der Stadt und ihrer Bürger vorbeigefällt.